Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, im letzten Part, da haben wir hier ein paar Dinge erledigt und ich wollte euch fragen, beziehungsweise ich habe euch gefragt, ob ich erst zu London fahren soll oder noch andere Dinge erledigen soll. Und ich bin jetzt am Überlegen, wo ich zuerst hingehe, weil ich habe mich dafür entschieden, die Dinge jetzt erst zu erledigen und dann hoffentlich spätestens im nächsten Part mit der Geschichte weiterzumachen. Und ich bin jetzt am Überlegen, aber ich glaube, ich gehe zuallererst nach Kakariko, die Hühner einfangen. Dann gehen wir zur London Farm und danach gehen wir nochmal zu Zoras Fluss und dann noch zu der Kuh auf dem Todesberg. Wobei, dann kann ich danach nach Kakariko. Ist doch viel besser. Ja, okay. Dann mache ich das jetzt erst, dass ich zur London Farm gehe und dann zu den anderen. Ja. Das ist, denke ich, am geschicktesten. Ja. Dann gehen wir jetzt zu London Farm. Oh, das sind Gräser. Ich bin ja hier noch nie, eh noch nicht so viel rumgelaufen. Warte mal, die Karte. Da. Ja, ich habe hier noch nicht so viel erkundet. Da fehlt ja noch einiges. Oh. Aber gut. Das kann man jetzt dann nach und nach, wieder aufholen. So, da war jetzt nicht so toll. Da habe ich nicht alle geschafft. Probieren wir es hier nochmal. Moment. Und. Yay. Die Wirbelattacke kann echt schön sein. Warum benutze ich die eigentlich nie im Kampf? Keine Ahnung, aber warum ist hier eine Mauer? Warum ist hier eine Mauer? Upsala, ich wollte nicht runterspringen. Ich wollte auf ihn langlaufen, aber gut, das ist mir jetzt nicht gelungen. So. Jetzt müsste ich ungefähr gerade gucken. Nein, Alter, zieh dich wieder hoch, wo laufst du hin? Wo geht diese Mauer hin? Wo führt sie hin? Oh, jetzt ist gleich wieder Nacht. Ich habe jetzt keinen Bock auf diese Skelett-Zombies. Von daher werde ich dann, wenn es soweit ist, wieder die Musik verwenden. Aber wir sind hier eh gleich in der London Farm. Da vorne müsste das doch sein, glaube ich. Läuft da jemand? Ja, da läuft doch jemand. Hey, warte mal. Hey, warte mal. Wer bist denn du? Hey. Hey, warte mal. Wer bist denn du? Oh, Moment. Nein, das war falsch. So war's richtig. Wer ist denn das, der da läuft? Könnt ihr mir das sagen? Weil irgendwie ist der komisch. Der läuft hier einfach rum. Hallo. Wo läuft denn der hin? Wo führt eigentlich dieser Weg hin? Ich meine, hier bin ich ja gleich bei der London Farm, da kann ich gleich mal hier ein bisschen rumlaufen. Und gucken, wo der hinläuft. Der scheint nur hier zu joggen. Ich habe hier allgemein noch nicht viel erkundet. Das kann ich jetzt mal ein bisschen machen. Hey, auch wenn es nachts scheiße ist und der Tag hier total schnell vergeht. Oh, was haben wir denn hier? Da komme ich aber später sicher noch hin. Von daher laufen wir jetzt einfach nur ein bisschen hier außen rum. Aber da komme ich später sicher noch hin. Und dann werde ich erfahren, was da ist. Also bitte schreibt es mir nicht hin. Ich will nicht überall gespoilert werden. Das wäre nicht so schön. Sagt mir einfach nur, warum der Kerl da entlangläuft. Das reicht vollkommen. So, da ist ein Zaun oder was? Einfach mal drüber springen. Scheiß drauf. Das ist. Oh nein, so ein Viech. Und da ist noch eins. Oh, diese Viecher sind doof. Da ist wieder die Mauer da, die wir, auf der wir vorher herumgelaufen sind. So, und da hinten sieht man schon den Todesberg wieder. Und hier irgendwo müsste doch der Eingang sein. Und da ist Schloss Hyrule. Beziehungsweise die Stadt Hyrule. Haha, sehr schön. So, hallo. Wo kann ich hier eintreten? Hier? Kann ich hier eintreten? Mir wurde auch gesagt, dass ich danach mal nachts hier hin soll. Ui. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Aber jetzt genießen wir erstmal hier ein bisschen die London Farm. Oh, die Musik hier ist ja schön. War das nicht auch das Lied, das die Marlon gesungen hat, als wir da zum ersten Mal zu Prinzessin Zelda sind und den Vater suchen sollten? Schauen wir uns erstmal in den Häusern um. Hallo! Ah, da ist ja jemand. Aber erstmal umgucken. Das sind Kühe. Hui. Hallo, was machst du denn hier? Manchmal glaube ich einfach nicht, dass ich, der fantastische Basil, auf einer dämlichen Farm wie dieser arbeite. Weil der Farmbesitzer ein Faulpelz ist, muss ich die gesamte Arbeit erledigen.
Ich, der einzigartige Basil, sollte diese Farm leiten und nicht der faule Talon. Ja, du bist auch ein bisschen eingebildet, kann es sein. So, schauen wir mal, aber hier hinten scheint nichts zu sein. Okay. Das sind nur Kühe. Hallo? Hallo? Wollt ihr hören, wie ich spiele? Aber ich glaube, da brauche ich was anderes dafür. Eine andere Musik, die ich ja, wie mir schon gesagt wurde, hier bekomme. Naja, gehen wir erstmal in dieses Haus hier und schauen nach, was hier so los ist. Hallo? Oh, lauter Hühner. Boah, Alter. Was? Bin ich schon wach? Es scheint so... Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spiel? Spielchen, hast du Lust? Ja klar, warum nicht? Die drei Hühner hier sind Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Oh, das klingt doch schon mal gut. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Machst du mit? Ja klar, warum nicht? Du hast 30 Sekunden. Jetzt geht's los. Hier sind die Superhühner. Oh, da muss ich gleich mal aufpassen. Finde sie! Okay, da hinten. Da hinten ist das eine. Hier. Hey, komm her. Nein, das war's nicht. Das hier. Ja, sehr schön. Okay. Eins habe ich schon mal. Da ist scheinbar eins. Oder? Ja! Boah, ich bin richtig gut. So, jetzt fehlt noch eins. Das scheint hier das Ziel zu sein. Nein. Auch nicht. Das hier? Warte. Das hier? Boah. Ja! Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Boah. Ja, und jetzt? Hey Junge, du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du Marlon heiraten würdest. Na? Oh Gott, was antworte ich da? Ja, okay. War doch nur ein Spaß. Oh, hier, nimm diese Flasche Lon-Lon-Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie betrinkst. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Oh, gerne. Lon-Lon-Milch. Haben wir jetzt eine weitere Flasche bekommen? Ja, wir haben jetzt eine dritte Flasche bekommen. Wir können ja auch gleich mal speichern. So, nochmal ein bisschen was. Lon-Lon-Milch. Lon-Lon-Milch, bitte. Yeah. Sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Hier scheint nichts zu sein. Aber da kann man noch hoch. Oder auch nicht. Aber da hinten. Aha. Gott, ey, so ein kleiner Kerl, ne? Hallo, was ist denn hier drin? Oh, hier ist auf jeden Fall was zum Zerstören. Yay, noch mehr zum Zerstören. Oh, ganz viele Rubine. Sehr schön, die können wir gut gebrauchen. Rubine sind immer gut. Auf den Tisch. Aber ich merke das mal noch nicht, dann willst du uns nicht mehr heiraten. Das wäre nicht so toll. Hallo, unsere Verlobte und so. So, hier ist aber nichts mehr, oder? Scheint nicht so gut. Dann kann ich hier runterspringen. Auf die Hühner drauf. Und dann verschwinden. Tschüss, ihr Hühner. Ich weiß, ihr wollt noch ein bisschen mit mir spielen, aber nein. Wir gehen jetzt erstmal die restliche Farm erkunden. Wir haben jetzt hier schon 10 Minuten rumgespielt. Moment, was ist in dieser Kiste? Hallo, kann ich die Kiste nicht kaputt machen? Autsch. jetzt ist Marlon noch. Bam. Ah, ein Rubin, toll. Und dafür der ganze Aufwand. Ich werde da später eine goldene Skulptur da drauf. Und auch jetzt schon. So viel zur Nacht hin. Da ist jetzt schon eine. Das ist doch super. Was denn? Lass uns in die Zitadelle der Zeit gehen. Laber nicht, ich bin hier am Erkunden. Das ist ein Pferdchen. Hallo, Pferdchen. Aber es ist zu schnell für mich. Ist hier noch irgendwas? Hier hinten? Schaut, was ist? Was ist aber? Ich glaube, das ist nur die Mauer. Ich erkunde es noch hier ein bisschen, bevor ich da in die Weide gehe, wo die ganzen Pferdchen rumrennen. Hallo? Boah, ist das groß hier. Ist ja riesig. Boah, da läuft man ja ewig rum. Boah, hallo? Da ist ein Turm.
Da wurde mir ja schon gespoilert, dass da ein Herzteil drin ist. Dankeschön übrigens nochmal. Ich hätte das gerne selbst rausgefunden, aber gut. Ich weiß, ihr meint es nur gut. Aber ein paar Sachen würde ich schon gerne selber rausfinden. Also gerade solche Sachen, wo ich mich umgucken kann und dann was herausfinden kann, da, das würde ich mich schon freuen, wenn ich das selber machen darf. Oh, kann ich hier das sprengen? Moment. Schauen wir mal. Ups. Oh, kann ich nicht. Was ist denn hier los? Hallo, Kühe. Ist da nicht was? Nö, das ist die Dings. Achso, die kann ich verschieben. Ah. Okay, ja. Ich habe mich gerade gefragt, was ich hier machen kann. Aber das macht natürlich Sinn. Achso, die kann ich auch nur in einen bestimmten Raum verschieben. Ah, okay. Das wollte ich nicht. So, jetzt aber. Okay. Das hier noch ein bisschen hier rüber. Und dann schieben wir die auch noch ein bisschen hier rüber. Hey, runter mit dir. Genau, und dann können wir nämlich die hier auch hierher verschieben. Ja, lass dich doch fallen, Mann! Das ist scheiße. So. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hinauf. So, geht doch. Und dann da runter. Und dann können wir es nämlich da lang schieben. Nein, das wollte ich diesmal nicht. So. Boah, sind die schwer, ne? Richtig schwer. Oh. Hallo? Können wir da jetzt entlang? Ja. Oh mein Gott. Kriechen. Ach, da ist ja das Herzteil. Hallo. Ist ja auch noch irgendwas anderes. Yeah. Hört sich nicht so an, als ob sich hier irgendwie eine goldene Skulptur versteckt. Das sieht auch nicht so aus. Gut, dann können wir ja weiter. Oder wieder zurück. Hallo, jetzt krieg doch mal da durch. Boy, ich weiß, dass du gerne hier diese Rolle machst, aber hey. Wir müssen hier durchkriechen, um wieder rauszukommen. Wir sind noch so klein und so unschuldig. Boah, jetzt geht doch hinauf. Kann auf die Kühe draufsteigen. Ach, schade. Das wäre so lustig gewesen. Kuh reiten und dann durch die Weide und zack, alles klein trampeln und hehe. Oh, ich habe böse Gedanken. Wir scheinen sonst aber nicht mehr wirklich was zu sein, was man jetzt noch groß erkunden kann. Und dann Pferdchen. Pferdchen! Pferdchen, komm her! Oh mein Gott, Pferdchen, hallo! Pferdchen, kommst du jetzt her? Okay, dann halt nicht. Gut. Dann schauen wir mal, was uns hier drin erwartet. Hier hört sich irgendwie komisch an. Ups. Was hört sich denn da so komisch an? Scheint wohl das Pferdchen da drüben zu sein. Ja, scheint wirklich hier zu sein. Mit Marlon reden wir gleich. Ich will hier noch die Dinger kaputt machen. Hier stehen die Pferdchen dann wahrscheinlich, wenn es dunkel ist. Kann ich mir gut vorstellen. Hallo Marlon! Marlon! Und was bist denn du für ein hübsches Pferdli? Hallo? Ah, der Junge aus dem Wald! Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Daddy hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Ach, das ist Epona? Oh nein, jetzt läuft Epona weg. Wie es scheint, hat Epona Angst vor dir. Oh. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Okay. Oh, eine hübsche Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? Klar, warum nicht? Ah, jetzt können wir dann Eponas Lied. Ich meine, wenn wir singen wollen, dann ja. Wir können ja nicht singen, wir können nur spielen. Jetzt können wir Eponas Lied. Hört sich echt schön an. Du hast Eponas Lied erlernt. Yay, und da ist Epona wieder. Ist das klein und süß und goldig. Und jetzt? Huch, was macht der Uhu hier? Jetzt schiebt mich Epona durch die Gegend, ist klar. Oh, Epona, sie hat an dir Gefallen gefunden, Feenjunge. Können wir das jetzt spielen? Was passiert, wenn wir das spielen? Eponas Lied gespielt, und jetzt? Kommt Epona her, oder was? Okay, jetzt haben wir Eponas Lied gelernt.
Und jetzt freut sich Epona. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt werde ich aber nachts machen und dass wir hier noch nachts ein bisschen erkunden können. Boah, das nimmt schon wieder mehr Zeit in Anspruch, als ich eigentlich geplant hatte. Aber gut, dann müssen wir halt zur Not ein paar Dinge halt im nächsten Part machen oder ich mache einen Part mit Überlänge. Passiert. Ich glaube, ich entscheide mich aber für die Überlänge. Damit wir im nächsten Part dann wirklich mit der Zitadelle der Zeit weitermachen können. Zu viel Zeit in die Erledigungen will ich halt auch nicht stecken, ne? Weil ich denke, es ist auch für in eurem Interesse, dass es endlich weitergeht. Warum bin ich jetzt rein, obwohl... Ach, egal. Moment. Ich muss doch erstmal gucken, dass es nachts wird. Halt. Das war jetzt falsch. Jetzt habe ich aber richtig hier gespielt. Sehr schön. Da können wir gleich mal gucken. Jetzt wird es Nacht. Oh, schnell weiter, bevor der hier uns angreift. Hallo? Boah, Frösche. Schauen wir gleich mal hier rein. Ob hier denn eventuell irgendwas sich geändert hat. Ach, hier sind jetzt die Pärchen drin. Zusammen mit den Kühen. Halt. So, schauen wir mal, was die Kühe machen. Wenn wir Eponas Lied spielen. Mmh. Welch ein schönes Lied. Das erinnert mich ans Melken. Mmh. Nach diesem Lied könnte ich literweise Milch geben. Oh, das ist schade. Du hast keine leere Flasche. Sonst hätte ich dir etwas von meiner Milch gegeben. Ach, da kriegt man kostenlos Milch. Ist ja geil. Was passiert, wenn wir vor dem Pferdchen spielen? Passiert dann was? Da können wir gleich mal ausprobieren. So viel Zeit muss sein. Scheint nicht so schade. Was? Achso, ich soll die Farm leiten. Mimi. Okay, keine Ahnung. Hier ist sonst nichts mehr, was wir noch irgendwie machen können. Sehr gut, dann können wir gleich mal ins nächste Haus. Hier gucken. Autsch. Marlon ist zu Bett gegangen. Ich gehe jetzt auch schlafen. Komm wieder, wenn es hell ist. Okay, schlaf gut. Wahrscheinlich wurde die jetzt wach. Oh, oh, oh. Moment. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte, das hier holen. Das hört sich nämlich so an, als ob da oben irgendwas sei. Ha. Am Fenster. Ja, auf Marlon zu belästigen, die schläft. Blödes, das ist Viech. Warum hat es jetzt losgelassen? Ja. Da holen wir mal unseren Bumerang. Und damit holen wir das Symbol her. Dankeschön. So. Schauen wir mal, ob wir noch mehr goldene Skulpturen finden. Da ist ja nichts mehr. Ups. Aber vielleicht sind hier noch irgendwo welche. Kann man ja nie wissen. Hui. Da müssen wir hier ganz genau gucken, ob hier noch welche sind. Ist ja, es sind hier anscheinend 3 bis 4 und 2 haben wir ja schon gefunden. Dann findet man vielleicht noch 1 oder 2. Können wir mal schauen. Ist da zufällig eine? Da scheint irgendwo eine zu sein. Hallo? Da. Aha, die können auch so angreifen. Da brauchen wir nicht unsere anderen Waffen dazu. Und noch eine. Sehr schön. Jetzt müssen wir gucken, ob wir vielleicht noch irgendwo eine finden. Was flattert denn da oben entlang? Hallo? Was fliegt denn da? Ein Rabe? Die kann man besiegen. Sehr schön. Hört sich so an, als ob da noch mehr sind. Ja doch, das hört sich so an. Da vorne sind zumindest noch welche. Aber ist ja kein Problem, die können wir ebenfalls besiegen. Haha, sehr schön. Und da scheint noch eine goldene Skulptur zu sein. War doch ganz nützlich, hier lang zu gehen. Ah, da finden wir gleich ein paar viele. Vielleicht habe ich ja noch irgendwo eine übersehen, aber das könnt ihr mir dann ja schreiben, wenn da noch irgendwo eine sein sollte. Aber jetzt haben wir dann, glaube ich, 4 gefunden. Insgesamt, so. So, jetzt gehen wir hier noch entlang, wo die Vögelchen hier sind. Und besiegen die auch noch und dann können wir weitergehen. Hallo? Und dann will ich mal kurz was ausprobieren. Da kommen auch schon die Vögelchen. Aha. Und noch einer? Oh, die hat mich erwischt. Da kommt noch einer? Ja. Aha. Ich werde immer besser, habe ich das Gefühl. So, aber das dürfte jetzt gewesen sein und ich sehe auch nicht mehr wirklich, wo noch irgendwie eine goldene Skulptur sein soll. Dann können wir jetzt endlich von der Farm runtergehen und weitergehen. Vorher probiere ich aber noch was aus. Halt.
Das war's auch nicht. So. Mal sehen, ob das hier auch was bringt. Wenn wir das bereits hier machen. Scheint so. Okay. Sehr gut. Hätte ich die Farm gar nicht verlassen brauchen. Man kann auch innerhalb des Ortes die Zeit verändern. Also die Tageszeit. Sehr gut. Jetzt sind wieder alle putzmunter und wach und wir können weitergehen. Sehr schön. Jetzt will ich mal noch was anderes ausprobieren. Mal sehen, was das bringt. Aber jetzt kann ich schon mal die London-Farm durchstreichen. Dann weiß ich aber auch, was die Kuh macht. Da brauche ich die nicht besuchen, weil die gibt uns dann wahrscheinlich auch nur Milch. Aber gut, hier passiert nichts. Schade. So, dann können wir jetzt erstmal zu Zoras Fluss, würde ich sagen. Und ich schneide euch da raus. Wir sehen uns dann gleich. Bis gleich. So, da sind wir jetzt bei Zoras Fluss. Ja, ich würde sagen, wir holen uns jetzt dann das Hühnchen und probieren zuerst die eine Art und Weise aus, die mir Zomgard geschrieben hat, nochmal. Und danach, wenn die nicht funktioniert, schaue ich mal, ob das mit dem klappt, was mir Mirani84 geschrieben hat. Sind beides mögliche Dinge, wie wir das schaffen können. Ansonsten werde ich es einfach im späteren Spielverlauf probieren. Da wurde mir ja gesagt, dass man es so auch schaffen kann dann später noch. Von daher ist jetzt nicht schlimm, wenn ich es jetzt nicht schaffe und toll. Gleich verkackt am Anfang, super. Da war ich zu langsam, glaube ich. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal so raus und holen das Hühnchen dann später. So, schauen wir mal. Ah, gleich am Anfang verkackt, super. Sehr toll, sehr toll. Ja, absolut. Absolut gar nicht toll. Mimimi. So, jetzt lasse ich das Gras Gras sein und wir holen uns das Hühnchen einfach nur. Und dann hoffentlich schaffen wir es darüber, ohne irgendwie runterzufallen. Meine Güte, ist das peinlich. Komm her. Dass hier überhaupt Hühnchen frei rumlaufen, das ist schon lustig irgendwie. Was machen die Wundererbsen da eigentlich? Wenn ich die da einpflanze, wächst da irgendwann ein Baum raus oder so? Das war ja doch irgendwie lustig. Boah, diesmal geschafft. Aber auch nur ganz knapp irgendwie. Naja, was soll's. So. Ich höre das andere Hühnchen schon. Ja, ja, ich höre es schon. Oh, es wird schon bald wieder dunkel. So. Oh, geschafft! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Kann ich jetzt mit dem Hühnchen darüber? Oder ich hole das einfach nur mit dem Bumerang. Ja, ich glaube, so ist es einfacher. Hä, wo ist denn das jetzt hin? Runtergefallen. Wo ist es denn? Da. Warum fällt es einfach runter? Okay, aber gut, jetzt haben wir es geschafft. Noch zwei und wir haben ein Herz mehr. Und jetzt können wir gleich den Fröschen noch unser Liedchen zeigen, wenn wir schon hier sind. Ups, oder auch nicht. Hallo? Nicht tauchen. Raus mit dir, hopp. Tschüss, du Hühnchen. War da noch was? Ich glaube aber nicht. So. Hallo, Fröschlis. Unter Wasser gibt es Frösche. So. Schaut mal, ich habe ein neues Lied gelernt. Oh, das scheint denen zu gefallen. Und? Yay, die freuen sich. Und der letzte wird größer. Mein Freund, du spielst die Ocarina gut. Eine nette Melodie. Wir sollten sie alle üben. Nimm dies hier als Lohn. Wenn dir mal wieder eine feine Weiße durch den Kopf schießt, komm vorbei und spiel sie vor. Dankeschön. Und noch mehr Rubine. Yay. Können die noch mehr wachsen? Kann ich denen noch was vorspielen? Ich glaube nämlich schon, weil wir ja noch viele, viele Lieder mehr lernen können. Komm her. Ich will noch was ausprobieren mit dir, liebes Hühnchen. Das machen wir noch und dann würde ich sagen, gehen wir nach Kakeriko. Es wird ein Part mit Überlänge. Aber das ist mir jetzt so ziemlich egal. Ups, du kommst her. Hier hoch.
So, da schauen wir uns mal um. Das soll scheinbar irgendwo was sein, wo wir drauf können. Wo ist denn deine Leiter? Ach hier, schau mal, da. Hier. Aha, das habe ich gar nicht gesehen, aber gut. Tschüss, Hühnchen. Das fliegt jetzt davon. Und wir schauen uns hier ein bisschen um und der Mond, oh mein Gott. Da scheint auch noch was anderes zu sein. Das scheint ein weiteres Hühnchen zu sein und da ein Fels, den wir sprengen können. Machen wir gleich mal. So. Das Hühnchen pickt hier fleißig rum und da ist auch eine Höhle. Da ist ein weiteres Loch und ein magisches, also MP-Auffüllungsding. Rein mit uns. Trau dich, komm, Link. Ah, so. Feenbrunnen, oh mein Gott. Das hat sich ja richtig gelohnt. Wir können nur keine weiteren Feen aufnehmen. Weil wir haben ja keine leere Flasche. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Hui. Lauter kleine Feen. Haben wir noch mehr? Nö. Aber hier könnten wir zur Not unsere Flasche mit Feen auffüllen. Allerdings habe ich jetzt keine leere Flasche, oder? Nee. Wir haben genug London-Milch und rotes Elixier, das reicht erstmal. Das ist ja schon mal etwas. Es wird Tag. So, was ist hier unten? Wieder eine merkwürdige Höhle. Man erzählt sich jetzt seit 5.49 Uhr. Okay. Sehr gut. Hallo, was haben wir denn hier? Wow, 20 Rubine. Sau viel. Ernsthaft. Nicht, aber gut. Was hat denn hier so gekrabbelt? Waren wahrscheinlich nur die Viecher, okay. Gut. Alles klar, dann kommen wir jetzt zurück. Und dann würde ich jetzt nach... erstmal mit dem Hühnchen hier rumfliegen. Wenn wir schon ein Hühnchen haben. Jetzt ist es auch voll ins Tag. So. Haha, hallo. Da unten sieht man die Frösche. Und da ist wieder so ein Ding. Und damit könnten wir jetzt dahin fliegen, aber das will ich nicht. Ich will jetzt hier hin. Ich will ja jetzt zurück. Mal schauen, wie weit wir damit fliegen können. Nicht so weit, okay, schade. Doch relativ weit sind wir gekommen. Ui, okay, das schaffen wir nicht. Aber gut, hier ist ja eh noch nicht so viel los. Jetzt sind zwei Hühnchen hier. Yay. Ui, Rubine einsammeln. Egal, gut. Wir sehen uns gleich in Kakariko. So, hier sind wir jetzt in Kakariko. Wie viele Skulltulas habe ich jetzt eigentlich? 26. Fehlen uns noch 4, dann können wir wahrscheinlich wieder was machen. Und das gleich das erste Hühnchen. Hühnchen, komm her. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt die Hühner nochmal einfange, aber wir können es ja jetzt mal kurz machen. Ich kann es auch verschnellern, wenn es zu lang dauert, ist kein Problem. Weil wir haben jetzt schon echt mächtig Überlänge, aber mir ist es wichtig, dass ich im nächsten Part halt endlich mit der Story weitermachen kann. Das ist mir einfach, ja, doch ziemlich wichtig so. Noch 6 weitere, okay. Und da ist auf jeden Fall Nummer 2. Komm her! Komm, geh rein! Ich hab noch nicht alle Hühner, bitte fang noch 5 ein. Okay, noch 5 Stück. Dann müsste ja hier oben irgendwo eins sein. Ich weiß ja, wie ich an alle rankomme. Oh Mist, Moment, kann ich da nicht was anderes probieren jetzt? Wenn ich da drin bin? Können wir gleich mal ausprobieren. Ob da nicht etwas Bestimmtes klappt? Ups, das wollte ich nicht so probieren, nein. Das war nicht, was ich ausprobieren wollte, aber... Oh Mist, nein, so auch nicht. Kann ich das nicht irgendwie steuern? Was machst du eigentlich hier? Ich war... Vom Wind oder von der Mühle erzählt? Schau mal.
Halt, Moment. Habe ich da nicht irgendwie eine schöne Melodie, die ich dir vorspielen kann? Ich glaube, das verwechsel ich gerade mit Illusion of Time, aber trotzdem. In der Zeit hätte ich Sanias Lied. Ja, spiel einfach mal ihm ein paar Lieder vor. Vielleicht bringt es ja was, wer weiß. Ich glaube nämlich, dass wir von ihm auch irgendwann noch was lernen. Das schaut einfach so aus. So. Schauen wir mal, ob wir da nicht mit der... mit der hier was machen können. Mit der Feenschleuder. Ah, das war ganz knapp. Vielleicht schaffen wir es aber so. Mal sehen. Oh, nee. Jetzt war die Mühle im Weg. So, guck mal. Damit können wir nämlich zielen. Ah, das wird zu knapp, glaube ich. Okay, egal. Damit können wir wieder zielen. So, und jetzt... Ach Mist, nee. So klappt das wahrscheinlich doch nicht. Auch nicht von hier aus. Das sehen wir es gar nicht. Aber hier. Hallo. Okay, schnell. Mist. Und ein bisschen rüber. So. Oh Mann. So, jetzt aber. Ach, das war knapp. Okay, nee, schaffen wir so wahrscheinlich doch nicht. Schade, es wäre lustig gewesen, wenn wir das so geschafft hätten. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? So, schauen wir mal nach den Hühnchen. Hier müssen ja irgendwo noch ein paar Hühner rumlaufen. Kann man hier jetzt eigentlich weiter tauchen? Schauen wir mal, was passiert, wenn man hier ganz schön tief taucht. Es gibt so viel, was wir hier noch erkunden können. Das ist echt gruselig. Okay, so tief kann man noch nicht tauchen. Wahrscheinlich können wir irgendwann noch weiter tauchen. Aber jetzt erstmal reicht es so, wie es gerade ist. Da ist ein Hühnchen. Dich fange ich auch gleich noch. Warte ab. Also wenn ich dieses Hühnchen hier habe. Hallo. Komm halt her, Mensch. Sei doch nicht so scheu. Ja, Mensch, ich trage dich doch nur rum. Ist doch gar nicht so schlimm. Du brauchst dich nicht so aufregen hier. Aber gut. Hühnchen Nummer 3 müsste das dann sein. Und wenn wir da drüben jetzt dann sind, dann haben wir gleich Hühnchen Nummer 4. Das ist mal 1. Du hältst jetzt die Klappe hier, Madame. So. Komm doch jetzt her. Ja, lauf da lang. Oder auch nicht. Ach, komm doch mit. Doofes Huhn. Noch eins, sehr schön. Und jetzt das bitte, das vierte. Da läuft's. Ich sehe es. Hühnchen, komm her. Und Navi hat die Klappe. So, ich weiß, du schreist nach Aufmerksamkeit, aber hier. Ich muss Hühner einfangen. Prima, du bist ein echter Hühnerfänger. Bring doch auch die anderen drei zurück. Oh, was? Nein, jetzt nicht. Ich habe keine Zeit dafür gerade. Ich muss Hühner einfangen. Waren hier, war hier nicht auch irgendwo eins? Nee, okay. Gut, da habe ich mich geirrt. Aber da oben waren auf jeden Fall welche. Ich höre sie ganz deutlich. Da waren, glaube ich, die restlichen drei hier oben. Beziehungsweise dahinter. Da oben war eins. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, da läuft sie auch schon. Aktion. Hallo, Hühnchen. Komm mit. Hooray. Flieg auf und davon. Mit dem Huhn, yeah. Jetzt haben wir gleich nur noch zwei. Oder? Was sagst du? Klasse, du bist richtig lieb. Bring doch noch die anderen zwei zurück, bitte. Ja, ja, kein Problem. Machen wir doch gerne. Wenn ich wieder eine nette Belohnung bekomme, mache ich das gerne. Irgendwie hört sich hier alles lustig an. Und irgendwie macht das Hühnereinfangen echt Spaß. Ja, ich muss sagen, das ist ganz lustig, was hier das Spiel so bietet. Finde ich echt schade, dass ich das damals nicht spielen konnte. Wir hatten zwar eine Nintendo 64, allerdings halt nur Pokémon Stadium, Mario Kart, von einem zwischendurch Pokémon, Pokémon Snap ausgeliehen. Dann hatten wir noch Pokémon Puzzle League und zwischendurch auch noch Mario Party oder halt Smash Bros. Je nachdem, aber die Spiele konnten wir nicht behalten. Wir konnten nur die drei behalten, nämlich Mario's Super Mario 64, Mario Kart, Pokémon Puzzle League und, ja. So, wie war das jetzt? Ups, okay, das war ein bisschen zu weit, hier. Da war ich nicht gut gerade im Winkel. Ich glaube, ich muss direkt nach vorne schauen, damit es klappt. So, egal. Wir können es einfach gleich nochmal probieren. Hallo? Und... Hallo, du da oben. Magst du wieder mit uns reden? Für einen guten Überblick drückst du einfach. Und schaust mit dir umher. Weiß ich schon. Weiß ich schon. So, was waren hier nochmal? Whee! Ach genau, hier war nur eine Truhe. Die Höhlen finde ich immer ganz interessant irgendwie. So, Moment. Dich muss ich auch kurz irgendwo hinschmeißen. Ich glaube, das andere Hühnchen war ja da vorne. Oben, ja, da oben, genau. Muss ich dich kurz hier rüberwerfen, damit du dann da bist.
wenn ich dich da brauche. Ach komm, geh mal da hoch. Hui! Und hol uns gleich das andere Hühnchen, dann kann ich gleich zwei auf einmal zurückbringen. Ja, ja. Hallo Hühnchen! Ich hab dich lieb, komm her! Yay! Das hat mich auch lieb. Auf geht's! Auf und davon und noch viel weiter! Hallo, da ist noch ein Hühnchen, bitteschön. Ja, schimpf halt, meine Güte. Wenn du davonläufst, bist du selber schuld. Dann muss ich dich halt einfangen, genauso wie dich hier, Hühnchen. Ja, das war schon, was passiert. Du hast versucht zu entkommen, aber mir entkommt man nicht. Tja, so passiert's halt. Hallo! Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Und? Oh. Ja, toll. Rubine. Toll. Ich kann keine Rubine mehr einsammeln. Hier. Schaut mal, ich habe zu viel Rubine. Oh, Mimimi. Naja, egal. Haben wir was Gutes getan. Was sehr Gutes. Für einen guten Zweck. Und war halt umsonst, aber gut. Besser als gar nichts, ne? Dann würde ich jetzt aber auch sagen, ich mache an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es zur Zitadelle der Zeit geht. Bis dann. Tschüss.